Du spielst mit dem Gedanken, deinen Job zu kündigen, einen Ex-Freund hinter dir zu lassen oder bist wie ich einfach nur verrückt nach dem Reisen? Dann ist dieses Video für dich genau richtig. Hi, ich bin Nelly und seit ca. einem Jahr digitaler Nomade. Das hört sich jetzt natürlich erstmal super aufregend an, vielleicht auch ein bisschen verrückt. Wie, ihr wohnt nirgendwo? Diesen Satz muss ich mir am Anfang fast täglich anhören. Aber in diesem Video geht es nicht um mich, sondern um dich und deine Entscheidung, dein altes Leben hinter dir zu lassen. Zunächst einmal musst du dich aber fragen, ob du bereit bist für eine drastische Veränderung. Und damit meine ich drastisch. Denn die völlige Ortsunabhängigkeit ist eine drastische Veränderung in deinem Leben. Wohnen und schlafen. Es ist schon richtig, dass man als digitaler Nomade irgendwie überall und nirgends wohnt, aber schlafen muss schließlich jeder. Auf Dauer in Hotelzimmern unterzukommen, könnte etwas kostenspielig werden, es sei denn, du hast gerade eine Million geerbt und brauchst dich um diese Kleinigkeit nicht kümmern. Hostels sind natürlich auch eine Option, aber ich persönlich habe nach einiger Zeit immer die Nase voll von Schlafsälen, da schläft man dann doch nicht so gut und würde Airbnb immer vorziehen. Auf kurze Sicht ist Airbnb natürlich etwas teurer als eine feste Wohnung, aber auf lange Sicht gleicht sich das mit Energie- und Wasserkosten und einem Monatsrabatt, den Airbnb-Besitzer ganz oft einräumen, wieder aus. Digitaler Nomade von einem Backpacker unterscheidet, ist, dass du eben nicht nur für ein paar Monate Reiseluft schnupperst und dein zuvor Erspartes auf den Kopf haust. Nein, du gehörst zum arbeitenden Teil der Bevölkerung. Und da kann Oma auch noch so skeptisch gucken. Nur gestaltet sich dein Arbeitsalltag eben sehr viel anders als bei einer normal arbeitenden Person. Welche Möglichkeiten sich dir da genau bieten, erfährst du in meinem Video zum ortsunabhängigen Arbeiten. Prinzipiell ist aber alles, was du zum Arbeiten brauchst, dein Laptop, und stabiles Internet. Und selbst das ist oft schon schwierig genug zu finden. Punkt 3, Habseligkeiten und Klamotten. Jetzt bietet sich natürlich die Frage an, was sich alles in meinem Koffer befindet und mit wie vielen Gepäckstücken ich reise. Eine genaue Liste meiner Habseligkeiten findet ihr in dem Video Mein Nomadenkoffer, aber ich kann euch schon mal verraten, dass ich ausschließlich mit Handgepäck reise. In meinen kleinen grünen Koffer hier und meinen Rucksack passen alle meine Sachen, was unglaublich praktisch ist, wenn man darauf aus ist, günstige Flüge zu buchen oder sich lange Wartezeit am Gepäckband sparen will. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber bei mir persönlich spielt Sport im Alltag eine ziemlich wichtige Rolle. Deshalb versuche ich gerade, wenn wir viel unterwegs sind, im Auto und im Flugzeug, am besten morgens eine kleine Workout-Routine einzubauen. Und bei Interesse kann ich auch gerne dazu noch ein separates Video erstellen mit meiner ganz persönlichen Workout-Routine, die ihr ideal im Hotelzimmer oder in einem kleinen Park oder auch wo ihr sonst gerade seid, durchführen könnt. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ziemlich zeitaufwendig an, ist aber im Endeffekt weniger aufwendig und weniger kostenspielig, als sich zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu schleppen. Wenn wir an einem Ort länger sind, dann schaue ich mich auch gerne auf Fitnessstudios in der Umgebung an. Ganz oft bieten die wöchentliche oder monatliche Raten an. Und ja, das ist auch eine super Option, wenn ihr auf euren täglichen Fitnessstudio-Gang auch während des Reisens überhaupt nicht verzichten wollt. Insgesamt würde ich sagen, dass es schon etwas schwieriger ist,
regelmäßige Routinen oder Hobbys weiterhin durchzuführen, während man am Reisen ist. Aber es ist auf keinen Fall ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn es euch glücklich macht und eure Produktivität fördert, so wie bei mir der Sport, dann solltet ihr es auf jeden Fall versuchen. Versicherung und Arztbesuche. Diesen Punkt würde man am liebsten einfach überspringen oder ignorieren. Aber gerade wenn man aus Deutschland kommt, muss man sich leider damit anfreunden, dass als digitaler Nomade die Arztbesuche komplizierter und die Krankenversicherung teurer werden. Ich bin persönlich immer noch gesetzlich versichert und habe eine Zusatzversicherung mit der Invivas, die es mir erlaubt, bis zu 2 Monate am Stück zu reisen. Es gibt aber auch Versicherungen sowie World Nomads, die sich auf digitale Nomaden spezialisiert haben. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video Papierkrams. Ja, das waren meine Top 5, wenn es um Umstellung im Leben eines digitalen Nomaden geht. Und wie bereits angedeutet, werde ich auch jedes dieser Punkte noch einmal separat in einem Video behandeln. Jetzt seid ihr dran, bombardiert mich mit Fragen und vergesst nicht, den Subscribe-Button zu klicken. Dumme Fragen gibt es nicht und ich freue mich über jeden Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!